Der FC Barcelona und Erzrivale Real Madrid liefern sich wohl ein Duell um Frankfurt-Angreifer Luka Jovic. Wie die Bild nun berichtet, soll Real bereits ein erstes Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro für den Serben am Main hinterlegt haben und Barca sei gerade dabei, eine Offerte vorzubereiten. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Am Montag hatte die FAZ geschrieben, dass Jovic-Berater Fali Ramadani bereits einen Wechsel seines Klienten nach Barcelona eingefädelt habe. Demnach sollen sich Ramadani und der spanische Meister weitgehend auf einen Vertrag geeinigt haben. Frankfurt-Star Jovic langfristiger Nachfolger von Benzema oder Suarez. Offiziell ist Jovic noch von Benfica an Frankfurt ausgeliehen, die Eintracht wird aber demnächst die Kaufoption in Höhe von rund 6 Millionen Euro ziehen. Sportvorstand Freddy Bobic hatte jedoch bereits durchblicken lassen, dass man nicht mithalten könne, wenn sich die absoluten Top-Clubs um den 21-Jährigen bemühen. Bei Barca wäre Jovic wohl als langfristiger Nachfolger für den 32-jährigen Luis Suarez im Sturmzentrum eingeplant, bei Real soll er Karim Benzema ersetzen. In der laufenden Saison steht der dreifache serbische A-Nationalspieler aktuell bei 19 Pflichtspieltoren, führt mit 14 Treffern die Torjägerliste der Bundesliga an.